drinking every bottle till the clock runs out. Ja, einer der wenigen Nickelback-Hits, die ich ziemlich geil finde, Bottoms Up. Ziemlich nice. Alter Junge, wir sind ja scheiße lit, oder? Wir sind ja gestört lit. Wir haben schon uns ordentlich die Rüstung eingedellt hier. Junge, Junge. So, wie ist es hier? Okay, wir sind jetzt an einem Weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Na, hier so ein Doppelweg sogar. Den kennt man doch bestimmt auf der Map. Doppelweg. Hier. Sowas, das hier könnte es sein tatsächlich. Ja, wir sind hier rausgekommen. Das heißt, wir sind jetzt irgendwo da. Irgendwo hier. So. Zu unserer Rechten, vor uns, müsste ein Dorf sein. Das ist dann in dem Fall das hier, oder? Oder ist das da unten? Hey, ich sehe halt auch fast nichts mehr, gell? Wir haben schon echt mies einkleben. Hier sieht man gar nicht, wie lit wir sind. Rausch. So, wir gucken jetzt erstmal nach Jagdskill und so, oder? Da haben wir doch neue Dinge freigeschaltet. Da würde ich direkt mal nachschauen, oder? So, wie sieht's da aus? Fertigkeiten. Jagen auf 5, Alter, let's go. Trophäenjäger, Geweihe, Gerber. Kuh, was kann das? Du kannst toten Tieren die Haut abziehen. Let's go. Du kannst erlegten Wildtieren die Innereien entnehmen. Ich glaube, ich würde erstmal gerben lieber, ja. Also Innereien entnehmen, weiß ich ja nicht. Okay. Ja, stark haben wir das auch. Werte, dann guck mal hier noch vorbei. Stärke mittlerweile auf 8, Alter. Agility 5. Wie sieht's denn mit Bogenschießen aus? Bogen 3, weißt, das ist so Pisse. Das ist so Pisse einfach. Bogen 3. Das geht gar nicht, Leute. Da müssen wir dringend, ne? Wisst, wie es ist. Hier, fest im Griff. Das hatten wir doch letztes Mal auch schon geskillt. Deine Chance, den Gegner in einer Umklammerung zu überwältigen, ist um 40% erhöht. Let's go. Okay, und jetzt haben wir erstmal keinen weiteren Skillpunkt. I see. Ja, das waren die ganzen Sachen, die ich dann vergessen habe, nochmal zu machen, gell? Na, ist jetzt ja nicht wild. Jetzt haben wir es ja wieder. Fliegengewicht. Nee, das fand ich langweilig. Vitalität. Jetzt haben wir hier schnell wie der Wind. Dickes Blut. Die Wahrscheinlichkeit, durch den Treffer eines Gegners eine Blutung davon zu tragen, ist verringert. Das ist stark. Marathonläufer. Du spurtest 20% langsamer, verbrauchst dabei aber 20% weniger Ausdauer und kannst somit länger spurten. Schnell wie der Wind. Du spurtest 20% schneller, verbrauchst dabei aber 20% mehr Ausdauer und ermüdest dementsprechend schneller. Finde ich, glaube, beides nicht so geil. Marathon, dickes Blut würde ich aber mitnehmen. Das machen wir auf jeden Fall mal. Redekunst. Ja, da geht erstmal nichts Neues. Aha, und das sind so generelle Werte. I see, alles klar. Ja, ich glaube, dann sind wir hier erstmal durch. Der Kräuterkunde bald auf 20. Reparieren auf 3. Nice. Apropos, kann ich wieder irgendwas reparieren? Ich meine, wir haben ja eigentlich nicht gekämpft. Aber gehen die Bögen, nutzen die sich auch ab, wenn ich mit denen shoote? Weil wenn ja, dann... Ja, eben. Dann kann ich das immer wieder machen. Perfekt. Das heißt, wenn wir jagen gehen, können wir basically die ganze Zeit auch noch das leveln. Ne? Hier reparieren und so. Das ist schon ziemlich cool. Eieiei, haben wir Schräglage, ist ja gestört. Okay, wo ist Uschitze? Wir gucken nochmal im Journal. Zeig mal auf der Quest an. Ja, Questlog ein, aus. Ah, hier sehe ich es schon. Da ist das. Das hier soll das sein. Oder bin da gerade ich? Nee. Weil wenn es das hier ist, dann sind wir echt ziemlich in der Nähe. Hier war gerade das Wildschwein-Gedöns. Dann müssten wir jetzt einen Wald finden, der längs von uns verläuft. Wir kamen hier raus. Ja, dann müsste das hier vorne irgendeiner sein. Der da wahrscheinlich, oder? Und an dem entlang müssten wir dann mal gucken, wie es ist. Da kann ich gar nicht rennen, wenn ich so besoffen bin. Das ist ja spannend. Okay, ist hier der Bachlauf, den ich gerade auf der Map noch gesehen habe? Geht der hier zufällig los? Das sieht so nach ausgetrocknetem Bachlauf aus hier, oder? Ja, genau, du sagst es, Heinrich.
Da unten sieht's doch nach Bach aus, oder? Wir checken das schnell, weil dann ist das auf jeden Fall der richtige Wald hier. Okay, hier haben wir einen Bach, ja. Easy. Das ist also dieser Bach hier. Das heißt, wir sind entweder hier oder hier. Bedeutet, wir müssen uns von dem Bach rechts um den Wald rum, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Das heißt, wir laufen hier jetzt einfach erstmal straight durch und dann um den Wald rum. Dann müssten wir eigentlich da ankommen, wo wir hin sollen. Hoffe ich jetzt mal. Am Ende ist das X einfach irgendwas so. Ja, maybe ist es da, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon, ne? Eieiei, Leute. Ja. Wir haben so ein Kleben. Es ist so verrückt. Es ist so verrückt. Wisst ihr, was ich... Habe ich letzte Episode gar nicht erwähnt. Ja, ich habe mich für euren Support und dergleichen bedankt und auch gesagt, dass Liebe rausgeht, aber ich bin gar nicht näher drauf eingegangen, denn ich fand es selber sehr spannend. Die Tatsache, dass ich jetzt schon Kanalmitgliedschaften machen darf, liegt irgendwie daran, dass die, ich glaube, mittlerweile da was geändert haben und man schaltet es jetzt früher frei. Oder, und das hoffe ich irgendwie ein bisschen, wir haben einfach überdurchschnittlich performt. Würde ich auch gewissermaßen zugestehen. Ich meine, wenn ich euch das mal so mitteilen darf, meine Zahlen sind gestört. Wisst ihr, wie ich meine? Also wirklich komplett krass. Das kann man nicht anders sagen. Du brauchst irgendwie die 1000 Abos, um deine Videos zu monetarisieren. Ne, du brauchst die 1000 Abos, um deine Videos mit Werbung zu monetarisieren. Und, Ja, ich wollte... Jetzt ist der Pfeil weg. Ich wollte doch gerade sehen, das war, glaube ich, mitten durch die Schnauze hier. Rehleder, let's go. Rehfleisch auch 46. Ey, die Wundpfeile sind halt auch gestört, oder? Die machen ja immens viel Damage. Ja, genau. Und du brauchst 4000 Stunden öffentliche Wiedergabezeit. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, was wir an öffentlicher Wiedergabezeit so haben auf meinem Kanal. Spoiler Alert. 4000, die habe ich an einem laschen Dienstag, Spaß. Nein, so übertrieben jetzt nicht, aber wir haben weit mehr als 4000. Ja, wie viel mehr, wie gesagt, könnt ihr gerne mal guessen, dann löse ich es irgendwann auf, aber was das betrifft, ja, also das ist nicht das Problem, sagen wir es mal so. Ja, wir müssen den Bogen leveln. Oh, der könnte es werden. Naja. Zu weit nach links der Drive, guck mal so. Ja, und dann im letzten Moment noch voll rübergezogen. Also ich glaube, das Drunk zu üben ist auch nicht die beste Idee. Wir schwanken halt schon echt gut. Yo. Yo. Nice. Langsam aber stetig. Rehleder. 50 ist das wert. Das ist halt schon richtig fett, gell? So, okay. Du kannst nicht spurten, wenn du überladen... Ah, ich bin schon wieder überladen. Das ist ja ganz wild. Ja, dann muss der Köter mal wieder was essen. Köter? Köter, ja, moin. Wie sieht's aus? Sieh snacken? Mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Also, und was ich auch behaupten muss, es nagt immer noch ein bisschen an mir, wie heftig uns die Kumanen auf die Schnauze gehauen haben. Wisst ihr, halt einfach nicht so ein bisschen... Sondern die haben uns schon richtig nackig gemacht. Also Kampfskills und Bogenskills. Generell, ich sag mal Skills, die wir benötigen, um überleben zu können. Um mit Leuten es aufnehmen zu können. Da müssen wir noch ordentlich weiterleveln. Das ist wichtig. Da müssen wir echt noch hin. Wir brauchen noch sehr viel mehr im Kampf. Wir brauchen noch sehr viel mehr am Bogen. Damit wir mit so Banditen in freier Wildbahn, sage ich mal, einigermaßen klarkommen können. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ich meine, sorry, aber der erste hat uns gewonhittet, der zweite war uns permanent überlegen. Ja, also weiß ich ja nicht. Außerdem habe ich, es gab doch diese Möglichkeit, so einen Schlag zu lesen, dann in die Richtung schon zu parryen, den so wegzuhauen und dann quasi die leere, offene Seite anzugreifen. Da habe ich komplett vergessen, wie das nochmal ging. Wenn ihr mir das nochmal erklären könntet, wäre das Hammer. Und ansonsten lerne ich es beim Bernhard dann, sobald wir wieder am Start sind. So, hier irgendwo müsste der eigentlich sein. Zumindest laut der Map.
Und sonst bin ich echt ein bisschen aufgeschmissen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wo ist er? So, jetzt gucken wir nochmal auf die Map. Ja, genau, und der Wald geht dann hier so rüber. Und hier soll das ja eigentlich sein, oder? Ziemlich genau da, würde ich behaupten, bin ich gerade, oder? Vielleicht liegt er irgendwo rum. Ha. Ich hoffe, das verarscht mich nicht. Ich hoffe, ich erliege hier nicht gerade irgendeinem miesen Irrtum oder so. Sonst würde ich auf jeden Fall langsam mal Pebbles rufen und wieder irgendwo hinreiten. Wir müssen auch echt dringend Stuff verkaufen und so. Ist jetzt schon langsam mal wieder wichtig hier. Hier kann man in den Wald rein. Vielleicht ist der auch hier drin im Waldrand. Wäre ja auch irgendwie dumm, sich außerhalb zu verstecken, hätte ich jetzt behauptet, aber... Wo ist denn der? Wo du? Hä? Oh Mann. Oh Leute, Leute, Leute. Das ist echt räudig. Ich raff's mal wieder nicht. Wir sind safe am richtigen Ort. Da bin ich mir absolut sicher. Ja, viel zu viele Indizien, die wir gelesen und deduziert haben, die darauf hinweisen, dass wir hier richtig sind, als dass ich auch nur ansatzweise falsch sein könnte. Aber natürlich kann es immer noch sein, dass das einfach nicht, ne, dass das Kreuz nicht das markiert, was ich denke, dass es markiert. Wo ist der? Vielleicht weiter außerhalb. Hier so irgendwie ist auch ein schöner Hain. Ist ein wunderschöner Hain. Guck mal, wie es hier blüht. Da einfach jetzt hinlegen und chillen. Das Entdecknest. Aha, wo? Ich sehe nämlich kein Nest. Hä? Sonst waren die immer mega gut sichtbar, finde ich. Naja, wie dem auch sei. Ist jetzt gerade nicht unsere Mission eigentlich, nach einem Nest zu suchen, auch wenn da schon manchmal echt geiler Scheiß drin ist, aber wir sind eh überlastet. Ja, Leute, ich bin gerade lost. Keine Ahnung, wo der Dude ist. So, jetzt nochmal, ne? Hier haben wir Nest, okay. Jetzt haben wir auch nochmal mehr aufgedeckt bekommen, aber ich sehe halt auch immer noch kein Uschitze oder so. Ist das hier Uschitze? Sollen wir da mal hingehen und abchecken, ob das Uschitze ist? Ja, komm. Dann habe ich wenigstens, was das betrifft, Gewissheit. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre schon nicht schlecht irgendwie. Scheinbar ist das in dem äußersten Baum, das Nest. Ich jetzt trotzdem noch mal kurz gucken. Naja, ist schon einfach echt auch ein schönes Game, gell? Sieht schon echt alles sehr klasse aus, muss ich einfach mal so sagen. It is what it is. Gefällt mir echt sehr gut. Ich meine, come on. Das ist schon ziemlich geil. Ja, ja, ich kann nicht sporten, wenn ich überladen bin. Kann ich dann wieder was saufen oder, ne? Oder essen? Nahrung, Gewicht. Ja, der Alk wiegt halt auch am meisten. Komm, hier so ein Brot. Du bist satt, okay, ja, goddammit. Dann müssen wir unseren Hund wieder irgendwas füttern. Hier, guck mal. Kannst du schon wieder was snacken? Bestimmt. Sieh mal, oder? Was ich für dich habe. Kann er ja nicht immer was snacken. Kann man ja nicht immer was reinknallen hier, oder? Guck mal, ein Speck. Mit 0,4. Ja, das reicht aber nicht. Das ist einfach. Wir müssen irgendwas wegwerfen. Was schmeiß mal weg? Frauenschlappen. Ja, safe, oder? Weg damit. Nee, ich will es fallen lassen, ja. Genau. So, und jetzt müsste... fast. Was haben wir noch? Eine Fackel. Ja, ja, das passt. Hundeleder. Das ist nicht so viel wert. Das hauen wir mal weg, komm. Easy. Okay. So, und jetzt bin ich aber immer noch zu dicht, um zu rennen. Denn ich darf nicht sporten. Wir gehen da jetzt hin. Wir checken das jetzt aus. Ich muss echt sagen, ich raff's gerade nicht. Weiß nicht, wo der Typ ist. Wir sind safe am richtigen Wald. Das ist safe die richtige Stelle.
Aber auch die Art und Weise, wie unser Questmarker gerade funktioniert. Klar, wisst ihr, wie ich meine? Wenn die halt wollen, dass es wirklich eine Suche ist nach dem, dann macht das ja auch Sinn, wie das Quest-Design ist. So kein fester Marker irgendwo, kein Bereich, sondern nur so ein kleines Kreuz, wo der eventuell sein könnte oder so. Vielleicht muss man da irgendwelche Spuren finden oder so. Wie gesagt, wir gucken gleich nochmal. Ich will jetzt schnell abchecken, ob das Uschitz ist und vielleicht können wir da auch irgendwie irgendwas verkaufen oder so. Ja, und wundert euch nicht, ich weiß, wir könnten reiten, aber wir wollen ja auch unsere Athletik leveln. Ja, schon auch sehr wichtig, wie ich finde, dass die ordentlich hochgeboostet wird, über früher oder später zumindest. So, ist das hier Uschitze? Kann ich das bitte mal feststellen hier? Wie sieht's da aus? Würde mich auch echt gerne mal waschen, so. Ist das hier gar nichts, oder wie? Als ob das jetzt nicht mehr an Ort ist. Heilige Maria! Ja, ich sehe ganz schön wild aus, gell, das stimmt. Guck mal, hier kann ich mich kurz waschen. Easy. So, wo bin ich hier? Der Herr. Dorfbewohner. Ja, well, ich will eigentlich nur wissen, wo ich hier bin. Du hast entdeckt Windmühlen. Also nicht Uschitze, ha? Huh? Alter, Leute, ich baller's nicht. Finde Rotschopf. Questlog ein. Ich muss den Neuhofer Stallburschen namens Rotschopf finden, genau. Er verriet mir, dass sich Rotschopf in einer verlassenen Hütte am nördlichen Rand der Wälder in Richtung Uschitze verkrochen hat. Okay. In einer verlassenen Hütte am nördlichen Rand der Wälder in Richtung Uschitze. Ja, aber wo ist Uschitze? Ich müsste jetzt ja Uschitze entdecken, um zu wissen, wovon der labert. Ja, well, weiß ich jetzt nicht. Bitte war das nicht hier die... Und warum kriege ich dann aber das hier angezeigt? Das ist ja, oder? Wenn ich jetzt hier nochmal gehe, kriege ich das hier angezeigt. Ach so, nee, das ist einfach, okay, wo mein X ist. I see, das ist einfach der Mittelpunkt. Ja, dann bin ich einem fatalen Irrtum erlegen, liebe Leute. Scheiße. Wo zum Heck ist Uschitze? Das bedeutet eigentlich, dass ich entdecken gehen muss. Oh, ich hab so das dreckige Feeling, dass es vielleicht hier sein könnte. Wenn Uschitze da oben ist, nördlicher Rand der Wälder und er ist ja von hier geflohen. Macht er irgendwie mehr Sinn, als wenn er jetzt hier rüber geht und dann wieder runter. Uiuiui, ui, ui, Leute. Uiuiui. Ui, ui. Dann reite ich jetzt hier hoch. Über Talmberg. Ne, so nah wollte ich nicht ran, aber danke. Und dann, oh ja. Und dann würde ich gerne hier rüber, da lang und dann hier hoch, oder? Ich wüsste halt schon gerne, wo Uschitze ist. weiß ich was über Uschitze vielleicht? Ja, genau, das kennen wir. Und weiß ich was über Uschitze? Orte. Ne, ich weiß da nichts drüber. Oh, Mann. Du, nichts eigentlich. Ich bin nur todeslost. Also wirklich so richtig lost einfach. Okay, das heißt, ich muss jetzt... Ich würde schon gerne vor Einbruch der Nacht da ankommen. So, wir sind jetzt hier. Ich würde gerne in Norden. Die Sonne geht im Westen unter. Das heißt, Westen ist da. Wir kamen... Von wo kamen wir? Verdammt. Ja. Wir kamen von da, gell?
Ja, wir kamen von da. Das heißt, wir müssen, dann ist das Süden. Wenn wir nach Norden müssen, müssen wir also da lang. Okay. Ja. Alright, na dann. Testen wir mal, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege. Den Talmberg könnten wir auf jeden Fall mal verkaufen oder so. Das wäre, glaube ich, schon nicht schlecht. Sieht man das hier irgendwie schon? So. Das ist hier jetzt der oberste Weg der Mühle und hier kreuzt sich so ein Bachlauf. Also, wo bin ich? Mühle und dann ist hier so ein Rinnsal vermutlich, ja? Ja, dann müsste ich schon da genau lang. Dann komme ich nach Talmberg. Ja. Aber das scheint hier nicht der Weg zu... Ah doch, das ist der Weg, oder? Ja, 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 das ist der Weg. Okay, klasse. Ja, und das ist Talmberg. Perfekt, okay. Nice, immerhin das haben wir gefunden. Ne? Dann ziehen wir mal durch. Ah, da habe ich jetzt einen Kater. Sehe ich das richtig? Ja, ich habe einen ordentlichen Schädel, gell? Das ist okay. Hoffentlich haben die ein Gasthaus oder so und gute Verkaufsmöglichkeiten. Das wäre jetzt nice. Und dann müssen wir echt mal schauen, wie es mit Uschitze aussieht. Oder da kann mir irgendjemand was über Uschitze sagen. Ach Mann, und ich bin diesem Kreuz da erlegen und dachte, ja Mann, da müssen wir hin. Ja. Es hat aber so gepasst, weil ich hatte halt noch im Kopf, wie der gemeint hat, ja, ja, Waldrand-Action und so. Ha? Hätte ja schon sein können. So, moin. Na, wie ist es? Händlerin, perfekt. Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Ich würde gerne Sachen verkaufen. Guck mal, die will Leder. Das heißt, wir können da... die nimmt ja alles. Ist ja perfekt. Was haben wir ihr? Ich würde vor allem erstmal irgendwie so Nahrung und Stuff verkaufen, ja. Wie viel Retterschnaps habe ich noch? Genug. Ringelblume, Aufguss, perfekt. Na, ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, bei ihr was zu verkaufen. Nicht wirklich, oder? Wir bräuchten eher so jemanden, der Rüstung und Stuff kauft. Wir könnten zwar die Bögen und so verkaufen, aber eigentlich würde ich da auch gerne den Stuff reparieren. Sie nimmt schon die ganzen Sachen, so ist es nicht. Ja, sie hat auch nicht viel Cash, oder? Ah, doch. Vermögen des Händlers 200. Ja, komm. Handeln wir mal ein bisschen was rein, warum nicht? Hier, ja, komm. Packen jetzt einfach mal ein paar Sachen da rein, das wird schon passen. So, die Kelche kannst du haben. Ich bin mir sicher, dass ich die woanders, wo ich einen besseren Ruf habe, besser verkaufen könnte. Das ist klar, aber wir brauchen einfach ein bisschen Platz. Und dafür ist das jetzt erstmal in Ordnung. Ja. Muss jetzt halt passen. Ist halt so. Okay, nice. Dann X-Warenkorb prüfen. Falschen wir hier ein bisschen. Lass uns über den Preis sprechen. Ja. Hier, guck mal. Ja. Kriegst was oben drauf. Das hier und ein kleines Extra. Na sowas. Vielen lieben Dank. Ja, kein Thema, Mann. Okay, so weiter geht's. Ja, ja. Uschitze. Ja, Mann, du musst nach Uschitze und dann Dinge und Sachen regeln. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo irgendwas ist, fände ich das auch voll cool. Ich glaube, rechts rum ist besser, oder? Ja. Sehe ich das richtig? Wie komme ich denn da rein? Ja. Ja, eben, gell. Talmberg kennen wir ja auch. Hier waren wir ja schon zugegen. Da haben wir unseren Händler und so. Wissen wir Bescheid, wie es läuft. Okay. B. Dann will ich die Sachen da rausnehmen. Ah, sowas. X ins Inventar. Rein da. Oder soll ich die richtig teuren Sachen erstmal noch aufheben? Das scheint mir schon Sinn zu machen, oder? Die erst zu reparieren und sie dann zu verkaufen. Ja, ja, doch, 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 so machen wir das. Jetzt habe ich hier ein Rüstzeug. Ja, 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 so sieht das gut aus. Okay,
Dann Gefährtenrüstung, genau. Nicht Rüstung, Inventar. Die hier gehen, klar, die können wir verkaufen. Ja, ja, die Beinlinge und so, ne? Bunthauben, rein da. Ja, nehme ich alle mit. Ne Hirnhaube. Ich würde sagen, einfach alles, was unter 100 ist, nehme ich jetzt mal hier raus, oder? Ja. Easy. Die Schirmlinge und so können eigentlich weg. Die grinde ich ja vor allem immer, damit wir halt mehr Stufe kriegen. Und die sind jetzt eh schon fast kaputt. Ja, und hier noch die Kommunionskelche. Komm, die nehme ich auch noch mit. Die kann der auch haben, falls er sie nimmt. Ja, und den Rest repairen wir dann. Und dann gucken wir uns die Geschichte mal an hier. Na, wie ist es? Okay, hier komme ich jetzt natürlich nicht durch. Oh. Ja, well. Sorry, Leute. Guten Tag. Wie kann ich Moin. Helfen? Na, wie ist es? Können wir gerne handeln. Und wenn du dann auch noch wenn weißt, wo Uschitze ist, wäre es voll geil. Der hat 24 Taler. Really? Guck mal, ich habe dir edle Schuhe für 16. Und hier welche, die kaputt sind, für 12. Das sieht doch geil aus. Dann noch geflickte Beinlinge. Und dann passt das so. Besprechen wir den Preis. Ja. Klar. Warum Lass nicht? Mal machen. Okay, Freund Nase, guck mal. Kriegst ein bisschen was oben drauf. Bitte sehr. Und etwas oben drauf. Danke. Tausend Dank. Eieiei, Leute. Uschitze. Das nervt mich gerade fast ein bisschen. Wie. Wisst ihr, wie soll ich denn. Ne? Wie soll ich denn da hinkommen? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ja, Mann, die Wälder nördlich ist irgendeine Hütte, nähe Uschitze, so, okay. Geht's noch ein bisschen präziser? Wäre schon nicht schlecht. Die hier drin, irgendein Händler. Ich könnte hier auf jeden Fall noch Dinge klauen gehen. Das war ja auch noch eine Mission. Warte mal, du bist doch der Junge aus Scarlet, oder? Ja. Warum? Alles gut. Du bist der junge Bursche, der hier halbtot aus Scarlet ankam, nicht wahr? Ja, der bin ich. Genau der. Wieso fragst du? Die Burgherrin hat nach dir gefragt. Sie will dich sprechen. Ah, ich werde gleich zu ihr gehen. Danke. Tu das. Lass sie nicht warten. Möge Gott über dich wachen. Zu Diensten, meine Herrin. Na dann, eine neue Quest. Aber das ist doch stark. Dann lege ich jetzt trotzdem nochmal alles hier in die Pferdetaschen rein. Nicht, dass wir jetzt irgendwie eine Quest kriegen, die uns direkt wieder irgendwo hinleitet und ich dann direkt überlastet bin und voll auf den Sack krieg. Was habe ich jetzt gerade weggetan? Hatte ich das an? Nicht, oder? Nee, das hatte ich nicht an. Da kriegt man ja immer eine Message von wegen, ey, du hast das an. Alter, die sind so gestört viel wert. Okay, cool. Also, liebe Burgherrin, wo bist du denn? Sprich mit Herrin Stefanie. Bist du Herrin Stefanie? Ah, nee, du bist eine Dorfbewohnerin. Besorge Schlüssel zur Rüstkammer. Red da mit irgendjemandem. Aktivitätengeber. Das hier ist doch die Burg. Die müsste doch eigentlich hier irgendwo sein, oder? Zu Diensten, meine Herrin. Ja, komm. Du kannst nur 3 Nebenquests und Aktivitäten verfolgen. Ja, dann machen wir erstmal. Ja, trotzdem will ich das hier reinmachen. Fundsachen ist erstmal egal. Ja, eben, okay. Dann sprechen wir mal mit ihr hier irgendwo scheinbar. So, na, wie sieht's aus? Upsi. Das ist mir doch letztes Mal auch schon passiert hier, oder? Ah, das ist Herrin Stefanie, mit der wir den guten Deep Talk hatten. Der Herr schütze dich. Was benötigst du? Ich hörte, du willst mich sprechen. Ich hörte, du willst mich sprechen, Herrin. Das stimmt. Du musst mir bei etwas helfen. Was kann ich tun? Meine Base, die junge Sophie, wird bald heiraten. Für sie beginnt ein neues Leben und ich will, dass sie einen herrlichen Tag hat.
Ich brauche ein paar Geschenke für sie und du wirst sie für mich beschaffen. Herrin, aber warum ich? Ich würde ja den Kämmerer damit betrauen, aber er besitzt keinen Funken Geschmack. Ausgeschlossen. Und es heißt, dass du dich jeder Herausforderung stellst. Ist es nicht so? Ich glaube, die Tatsache, dass wir jetzt einen blauen Yupon anhaben, hat sich schon, ne, überall rumgesprochen. Es wäre mir eine Ehre. Es wäre mir eine Ehre, Herrin. Hole folgende Dinge für mich ab. Ein Diadem aus Sasau, erlesenen Wein von einem Händler in Ratai und ein Pferd aus den Uschitzer Ställen. Perfekt. Perfekt. Das ist perfekt, weil dann wissen wir, wo Uschitze ist. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist perfekt, okay. Wo genau finde ich den Wein? Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad Hagen in Ratai. Er ist der Einzige in der ganzen Region, der einen wirklich guten Tropfen beschaffen kann. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Hier, bitte. Das sollte ausreichen. Okay, Konrad Hagen in Ratai. Wisst ihr was? Das schreibe ich mir auf, denn die nächsten Episoden nehme ich nächste Woche auf, als ob ich mir bis dahin den Konrad Hagen merke. Ja, wenn ich das jetzt direkt machen würde, dann passt noch. Hier, guck mal. Also, Konrad Hagen Ratai. Vielleicht steht das ja auch in meinem Questlog, aber ich will jetzt nicht drauf gamblen. Ja. Denn dass da nicht immer alles steht, haben wir ja bereits festgestellt. Und was ist mit dem Diadem? Ich habe es in Sasau in Auftrag gegeben, aber nun hat man mir geschrieben, dass es länger dauert. Wie stellen die sich das vor? Die Hochzeit steht bevor und ich brauche das Diadem. Besuche Meister Jerome von Schlesien und hole es ab. Mhm. Meister Jerome Schlesien. Genau. Und was ist mit dem Pferd, Uschitze? Du sagtest, ein Pferd aus Uschitze? Richtig. Ein wundervolles Tier. Warte nur, bis du es siehst. Dietrich wollte es selbst herreiten, aber er wird sich noch das Genick brechen, wenn ich das zulasse. Du hingegen, so jung und voller Kraft. Oh. Ja, okay, perfekt. Ich werde alles erledigen. Hole den Schimmel aus Uschitze. Wein, ein Pferd und ein Diadem. Das schaffe ich. Hab Dank, Heinrich. Ich wünschte, ich könnte anderen hier genauso vertrauen. Was soll ich nochmal für dich tun? Gespräch werden, alles gut. Ich hab's mir gemerkt, ich hab's mir aufgeschrieben. Okay, dann hau mal rein. Wo ist Köter? Köter, haben wir wieder Hunger? Oder wein mal einfach so. Hier, guck mal, kriegst nochmal eine Wurst oder so. Sieh mal, Lob was ich braucht für dich habe. Auch mal wieder, gell? Ganz lecker. Kriegt immer nur Food, aber kein Lob, das geht natürlich auch nicht. Hier, guck mal, Hasenfleisch, weil das wird bald schlecht. Ach, da haben wir auch noch 19 Stück. Genau, und jetzt kriegst du noch ein Lob. So, ne? Ganz fein. Ja. Ja, genau, gell? So ist's recht. Das mit den zwei Pfeilen hat er schon längst vergessen. Hundeflüsterer, neue Stufe, jetzt können wir Fass gehen. Hammergeil. Guck mal, das lohnt sich schon, öfters mit ihm zu interagieren. Fertigkeiten, Hundeflüsterer, Fass oder Spürnase. Nee, Fass safe, oder? Oder Jagdwild. Du kannst mit deinem Hund Jagd auf Hasen und andere Wildtiere machen. Vielleicht erwischt ihr ja sogar ein Wildschwein. Ah, ist halt schon auch todesgeil, gell? Aber Fass ist für den Kampf so ultra wichtig. Wir nehmen jetzt erstmal Fass. Wenn du deinem Hund dieses Kommando gibst, wird er andere Leute anfallen. Ja, und auch Tiere, wie ich schon gesehen habe. Oder ging das? Ja, komm, Jagdwild. Machen wir auch. Die beiden Sachen. Perfekt. Okay, ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, das sieht hier gut aus, oder? Jetzt müssten wir wissen, wo was ist. Na? Hier. Kaufe beim Rataya-Händler Wein. Hole das verzierte Diadem beim Meister... Betrieb in Sasau ab, ist auch ultra weit weg und Uschitze ist tatsächlich, wie ich es mir mittlerweile gedacht habe, im Norden. Das heißt, wir gehen jetzt erst Uschitze. Na, also wir reiten jetzt nach C. Kriegen wir von hier bestimmt nicht angezeigt, aber das ist egal. Und machen dann noch unsere Quest da oben fertig und dann läuft die Geschichte hoffentlich. Und danach reiten wir noch überall rum und entdecken noch ein bisschen die Map, oder? So, bevor ich mein Pferd da drin wenden muss, hole ich es lieber hier raus. Na, Pebbles. Komm mal ran. Ja,
moin. Na, wie ist es? Schade, dass man Pebbles nie was zu essen geben kann. Das finde ich ein bisschen frech eigentlich. So eine Möhre, aber nicht zu viel. Wollen wir ja keine Pferdekolik, gell? Nee, das wäre blöd. Okay. Also. Hier sind wir, oder? Das heißt, ich reite jetzt hier raus, bis ich rechts nach einem kleinen Waldstück den Fluss sehe und dann straight durch den Wald durch. Ja. Okay, gucken wir uns die Geschichte mal an. Bildstock, jo. So, kleines Waldstück rechts. Und danach sehe ich den Fluss irgendwie eher nicht, oder? Oder ist das Waldstück länger als gedacht? Nee, ich sehe den Fluss nicht. Dann muss ich da schnell zu Fuß durch, wie es aussieht. Ich gehe schnell auf den anderen Weg, bevor es stockdunkel ist. So, ja, genau, durch den Wald. So, dann rennen wir hier durch. Möglichst gerade einfach. Ah, das sieht auch gut aus. Das ist ein Wald bei Nacht auch. Ja, da sind die Vögel schon viel stiller. Dass auf sowas geachtet wird, finde ich so geil. So geil finde ich das. Wir müssen so viel mehr Zeit im Wald verbringen, Leute. Ich sag's euch. Ich sag's euch, wie es ist. Direkt den Bogen zücken. Man will ja nicht dann im Nachhinein bereuen, dass man nicht schon rausgeholt hat, ja? Ein kleiner Trampelpfad. Das könnte ein Wildpfad sein. Das ist safe ein Wildpfad. Weißt du, sogar an sowas, Junge. Wie nice. Wie geil ich es einfach finde. So, das Waldstück kommt mir länger vor als gedacht, muss ich ehrlich sagen. War das gerade schon unser Trampelpfad? Habe ich gerade ein Lager entdeckt gehabt? Wir gehen jetzt mal hier lang. Hier Wegesgabelung, die zusammenführt. Vor uns ein Dorf. Das hier, oder? Ja. So, das heißt, wir müssen in die Richtung. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Scheiße, jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren. Aber dafür ein paar, ne? Ja, well, schade. Vielleicht entdecken wir hier was, dann wissen wir wieder Bescheid, wo wir sind. Was ist das? Einfach irgendwas, okay. Schade. Ich habe schon ein bisschen Schiss, dass ich jetzt im Wald rumirre. Was ist das? Ein altes, kaputtes Lager, wie es aussieht. Ich renne hier an irgendeinem Waldrand entlang. Aber an einem äußeren Waldrand. Bin ich jetzt schon hier? Verdammt. Ja, das ist schon immer nicht so easy, gell? Gegenüber von dem Wald ist ein Dorf. Das könnte schon Uschitze sein, oder? Komm, wir rennen da jetzt mal hin. Dann entdecken wir was und dann wissen wir wieder, wo wir sind. Du hast entdeckt, interessanter Ort, perfekt. Wo? Ja, eben, genau. Ich dachte nämlich schon, dass wir hier sind. Dann ist das Uschitze. Nice. Gibt's hier was zu holen an diesem interessanten Ort? Scheinbar nicht. Können wir sonst mal vorbeischauen irgendwann? Pebbles? Wir ziehen durch Querfeld ein. Hoffentlich können wir in Uschitze pennen. Ja! Oh, wenn Anna das sieht, dass ich bergab reite und das auch noch im Galopp, dann handle ich mir mal ordentlich Ärger ein. Okay, na dann ab nach Auschitze. Uschitz. Ich glaube, hier ist gerade besser, oder? Wenn ich den Wegverlauf da richtig eingesehen habe. Nördlich eines Gebirges. Eines Waldstücks in der Nähe von Uschitze. Wenn das hier Uschitze ist, Nähe Uschitze, dann müsste hier irgendwo diese Hütte sein, oder?
nördlich an so einem Waldstück. Wir reiten jetzt mal noch Querfeld ein. Es könnte ja auch hier irgendwo sein. Kommt drauf an, welchen Wald sie meinen. Ja. Werden wir alles... Wir werden das herausfinden. Wir spüren den auf. Da bin ich guter Dinge. Ich hätte nicht gedacht... Ja, perfekt. Du hast entdeckt, Uschitze. Nice. Ich hätte nicht gedacht, dass wir... Okay, early on ist jetzt mittlerweile auch ein bisschen übertrieben, aber dass wir relativ früh im Spiel so weit über die Map stellenweise rennen müssen. Jetzt kriegst du da so eine Popel-Quest, hol dies, hol das, hol jenes und muss irgendwie hier hoch, da runter, hier rüber. Ist ja schon jeweils am anderen Ende der Map. Ja, also, okay, Uschitz, sehr stark. Dann würde ich eigentlich fast noch gerne an Uschitz ein bisschen vorbeireiten, um auch nördlich von Uschitze einsehen zu können, was da abgeht. Hier könnte man auf jeden Fall schießen. So, ich reite jetzt noch zu der Mühle da und dann reiten wir nochmal zurück. Und pennen in Uschitze, wenn es geht, aber jetzt reiten wir zumindest noch ein bisschen die Map. Ja, ich chill ja schon, alles gut. Bisschen erholen ist auch manchmal wichtig, ne? Ist ja vollkommen klar. Ja. So, schön die Map aufdecken. Sehr wichtig für meine, also für unsere Orientierung. Ne? Ist im Hard Mode schon nicht das Einfachste, sich zu orientieren. Ich finde, bis jetzt geht's echt gut klar. In den meisten Fällen haben wir es noch irgendwie hinbekommen. Vorher das mit dem Kreuz, da bin ich echt einen dicken Irrtum erlegen. Du hast entdeckt Windmühlen. Welche sind das? Hier, oder? Nicht? Doch, aber es wird mir jetzt noch nicht angezeigt. Aber das sind Safety, ja, wir sind hier an dem Schießstand vorbei, da hoch. Doch, 100 pro. Okay, und wenn er dann in einer verlassenen Hütte in einem Wald nahe Uschitze ist, dann muss es eigentlich hier sein oder hier, oder? Wir lesen uns das dann nochmal durch. Jetzt reiten wir erstmal wieder zurück nach Uschitze rein und dann, ja. Gucken wir, ob wir da irgendwie die Nacht verbringen können. Da einen Schlafwandler zu aktivieren, wäre ungünstig, obwohl wir dadurch vielleicht auch wieder weitere Teile der Map aufdecken. Imagine, wir hauen den Schlafwandler und sind dann einfach genau da, wo sich der Rotschopf versteckt. So genau an dieser Hütte wachen wir dann auf. Imagine, wie witzig das wäre. Das wäre schon ziemlich lustig. Okay, nice. Wie kommt man hier irgendwie ins Stadtinnere rein? Hier sieht doch gut aus, oder? Eben. Vielleicht die Waffe wegstecken. Das entdeckt Händler. Das sieht doch nach einer Taverne aus. Schreiber? Hier können wir lesen lernen. Krämer, nice. Hier, das ist doch eine Schenke, oder? Unterkunft ist perfekt. Wo Unterkunft? Okay, passt auf, ich bin von hier reingeritten, so. Ja, von der Mühle, genau. Ist hier Stadtzentrum Mitte irgendwie so ein Kreisverkehr? Das ist das hier, oder? Ah ja, dann ist hier die Unterkunft scheinbar. Ah, well, wie man sieht. Stark, hi. Hast du mir ein Zimmer, Wirt? Gott sei mit dir. Ja, auch mit dir. Schlafplatz. Oh, und was gibt es Neues in der Gegend? Da könnte man sich noch eine Quest abholen. Kann ich hier schlafen? Natürlich. Für wie lange? Okay. Natürlich. Für wie lang? Wie shady er ist. Für eine Nacht passt. Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlung im Voraus. Easy. Ah, von meinem Cable, der zwei haben, oder? Ja, wir feilschen und geben ihm mehr. Da freut er sich. Das ist ziemlich viel. Können wir verhandeln? Wir sind ein Gönner, wisst ihr, wie ich meine? Guck mal, ich zahle dir sogar 2-3. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Mhm, cool. Wo ist mein Bett? Wo kann ich schlafen? Das findest du leicht. Gleich hinter der Eingangstür ist eine Leiter zum Dachboden.
Dort stehen dein Bett und eine Truhe für deine Sachen. Stark. Gespräch beendet. Mach's gut. Du auch. Wo Treppe zum Dachboden? Aha. Das meint er mit Treppe, oder? Gehe ich jetzt mal von aus, hoffe ich jetzt mal. Ja, easy. Eine Truhe hier und können hier pennen. Geil. Ja, Leute, würde ich sagen, eine erhabene Episode, Punktlandung auch noch. Aber wir checken noch schnell, wie ist es? Was meint ihr? Wandeln wir oder nicht? Schauen wir mal nach hier. Ja, und dann würde ich schon mal sagen, ich wünsche euch was. Sehen uns in der nächsten Episode. Lasst ganz viel Liebe da. Und meinerseits geht Liebe raus. Schlafwandler, let's go. Irgendwo bei den Pferden. Im Regen. Ja, das passt, oder? Wo sind wir? Halt bei den Ställen. Müssen wir nicht genau hier sein? Wir müssen hier ein Pferd abholen. Vielleicht ist das ja genau hier. Naja, wie dem auch sei. Na, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch was. Haut rein.